Naja, wir haben heute schon gekämpft. Ne? Das haben viele Bälle wieder abgewehrt und waren auch lange immer dabei. In den letzten zwei, drei haben dann leider halt in wichtigen Phasen immer so ein paar Geschenke verteilt. Das heißt, dann nicht konsequent die Chance genutzt. Wir hatten den Ball auf unserer Seite. Dann kam noch das ein oder andere Mal Pech dazu, so ein Netzroller, der dann direkt rein oder der Ball halt 10 cm im Aus. Das passiert dann mal, das kommt dann noch dazu. Wenn wir da ein bisschen konsequenter gewesen wären, glaube ich, wäre schon ein bisschen mehr drin gewesen heute. Ihr startet schon am Mittwoch gegen den VfB Suhl und am Samstag ist dann Erfurt hier zu Gast. Wie wichtig ist es, in diesen Spielen Punkte zu sammeln? Naja, wenn man sich die Tabelle anschaut und unser Punktekonto, dann sieht man schon, dass es sehr wichtig ist jetzt halt. Das sind direkte Konkurrenten, die bei uns stehen und jetzt müssen wir punkten. Jetzt gibt es keine Ausrede oder keinen irgendwas, jetzt zählt es, jetzt müssen wir die Punkte holen.